Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge DayZ. Ja, zwei Tage später und wir sind immer noch hier in der Nähe des großen Nordwest Airfield, das größte Airfield, was es ja in diesem wunderschönen Spiel gibt. Wir haben jetzt einen kleinen Entschluss gefasst. Erstmal hier ein wunderschönes Lagerfeuer, denn wir sind noch ein bisschen unterkühlt. Ich weiß gar nicht, ob ein Lagerfeuer überhaupt was bringt. Ja, das bringt schon was. Hier, bei mir steht noch gar nichts. Ich kann da gar nicht reinlegen, Major. Muss ich ein bisschen näher ran vielleicht? Du musst auf das Fireplace-Kit ziehen, Curry, nicht auf diese Kästchen da. Ja, ich kann das gar nicht. Ah, machen. Jetzt I'm slowly warming, habe ich wann. So, und wir wollen jetzt in dieser Folge mal was ankündigen. Also, DayZ ist ja wirklich ein cooles Spiel. Ich spiele es auch sehr gerne und so weiter. Aber aktuell bin ich so, dass ich sage, ja, ihr habt ja die letzten Folgen bemerkt, wir haben ja diese Loot-Session gemacht, wo wir viel überlegt haben, wie können wir DayZ spielen und was können wir machen. Wir wollten ja mal zeigen, wie es ist, wenn man ausgerüstet ist, wenn man sich die Sachen zusammensucht. Das hat ungefähr so 5-6 Folgen gedauert, ja. Und in dieser Folge wollen wir einfach mal darauf eingehen, also auf euer Feedback. Denn die DayZ ist ein Spiel, wir haben jetzt 130, 40 Folgen, ich weiß es gar nicht. Aber irgendwann ist so die Zeit gekommen, wo man sagt, ja, das ist jetzt genug. Ja, es ist ja nicht viel passiert und deswegen wollen wir das jetzt so machen, dass DayZ unregelmäßig in den nächsten Tagen erscheint. Das heißt nicht alle zwei Tage, sondern vielleicht einmal in der Woche kommt eine Folge oder so. Also es geht auf jeden Fall weiter, aber wir wissen noch nicht. Also es kann auch sein, dass ihr nach dieser Folge übermorgen noch eine Folge seht. Das kann durchaus sein, je nachdem wie viel Lust wir und Laune wir in dem Spiel haben. Kann aber auch sein, dass erstmal keine Folge kommt und dann kommt einfach mal, up, DayZ ist wieder da, eine neue Episode. Ja, das ist so der Sinn und Zweck dahinter. Jetzt nicht, dass wir sagen, das dauert jetzt einen Monat, bis die nächste Episode kommt, sondern einfach vielleicht eine Woche mal eine Episode raushauen, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, was wir machen wollen. Und in dieser Folge haben wir uns noch gedacht, deswegen kann es ja, wie gesagt, sein, dass es nächste, übermorgen noch eine Folge gibt, dass wir zu dem großen Airfield gehen und wir wollen da mal nach Action suchen. Sollte da nichts passieren, ist das hier die letzte Folge für diese Session. Und dann ist DayZ erstmal auf unregelmäßig gesetzt. Sollte da gleich viel Action passieren, erwartet euch noch eine Folge im Anschluss. Übermorgen. Also je nachdem, was da passiert. Es kann auch sein, dass diese Folge wiederum ein bisschen geschnitten ist, weil wir jetzt nicht wieder sagen wollen, ey, wir machen das jetzt so, dass wir da hinlaufen, wir sitzen da und so. Also wir werden vielleicht gleich dahin gehen und wir gucken mal, was passiert. Und wenn es zu lange dauert, machen wir einen Schnitt. Und wenn dann was passiert, geht es direkt weiter. So, das wollte ich euch ganz kurz sagen. Mit dabei ist natürlich der Major, der Curry und natürlich Hallo. Auch der Bronze. Hallo, guten Tag. Ist jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, Folge 140, 150, also sehr, sehr viele DayZ-Folgen haben wir schon am Start. Und während ihr die Episode gerade seht, bin ich auch noch im Urlaub. Also ich kann gar nicht, also an dem Tag, wo sie rauskommt, muss ich natürlich sagen, für Leute, die die Episode später sehen, ich kann leider daher nicht auf eure Kommentare eingehen. Aber was ich noch betonen wollte, ist, alle anderen DayZ-Folgen, also wir haben ja ein paar Challenges gemacht, könnt ihr euch unter dieser unter diesem Video ansehen in der Playlist. Da seht ihr, wie wir zum Beispiel von der Community verhaftet wurden, zweimal, wie wir gejagt wurden, wie wir uns wirklich erfolgreiche Battles geliefert haben und so weiter, wie wir Leute nicht entführt haben, sondern vielmehr ausgeraubt haben und so. Also richtig coole Folgen und DayZ hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde, es fehlt einfach so zur Zeit, ja, so irgendwie so der Pfiff. Ja, und der Pfiff genauso. Ja, wo man sagt so, boah, DayZ muss ich unbedingt spielen. Aber das war schon mal bei mir so, dass ich an dem Punkt ankam und dann zwei Wochen später habe ich gesagt zum Major und so weiter, ey, lass mal unbedingt DayZ zocken. Ja, das kann jetzt natürlich eine Phase sein. Wir haben das jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen vorher hier aufgenommen, bevor die Folge überhaupt rauskommt. Wie gesagt, es kann sein, dass übermorgen die Episode kommt. Wenn nicht, dann wisst ihr auf jeden Fall, was Sache ist. Ja, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ansonsten wirklich die Facebook-Seiten im Auge behalten, Twitter und so weiter, da kündigen wir auch sowas an. Die werden wir nochmal Challenges machen, muss ich auch nochmal erwähnen. Ja, auf jeden Fall jetzt zurück zu dieser Folge. Der Major hat hier ein Lagerfeuer gemacht. Die letzte Episode war ja ziemlich... ich bin da immer noch... Es ist jetzt eine Nacht vergangen, ja, wir haben mal ein bisschen gepennt und wir haben uns gerade noch darüber unterhalten. Jetzt kann der Bronze mal erzählen, wie fand er das Ganze denn? Dieses Klackern und so. Hattest du Schiss zu Hause? Ja. Oder sagst du, ach, ist ja nur ein Spiel? Also ich muss sagen, ich habe selten so einen krassen... creepy Moment erlebt in DayZ, weil wir wussten ja wirklich nicht, was es ist und dann sind wir den ganzen ja noch in der ganzen Folge hinterher gelaufen und ja, das irgendwann mal hatte man echt so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, sag ich mal, und das nicht, weil man kacken musste, sondern man wirklich die ganze Zeit sich umsehen musste und irgendwie man wusste halt nicht, was es ist. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie nachts einen Horrorfilm guckt und dann guckt ihr schon mal so über die Schulter, weil man halt ein bisschen Angst bekommt. Ja. Das hätte ich jetzt nicht so von DayZ erwartet, aber das war schon echt lustig eigentlich. Ja, bei euch verstehe ich das so, bei Curry und Bronze, dass sie Angst kriegen. Wir haben ja viele Horrorfilme zusammen gesehen und das war nicht anders. Major, ernsthaft? Ernsthaft, Major? Das spricht Mr. Minimieren.
Weißt du? Bivo, schaut ihr die Horrorfilme denn im Internet immer? Wir leihen uns die aus und dann treffen wir uns alle zu Hause zusammen. Ja, auf Maxdome zum Beispiel. Oder es gibt ja etwaige andere Dienste, die man nehmen kann. Gibt's ja auch einen Store, ne? Kannst ja leihen. Ja, zum Beispiel genau. Google Play und so. Genau. Ja, okay. Und Major guckt nie bei Kinox. So, und dann kann man, Curry, wie hast du das Ganze gesehen? Also ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich habe das Licht angehabt bei mir. Das große Licht im Zimmer, es war hier alles hell. Und ich habe die ganze Zeit seitlich am PC gesessen. Damit ich auch so ein bisschen hinter mir gucken konnte. Ich habe mich die ganze Zeit umgeschaut. Also man hat, es war echt komisch, vor allem, weil ja, der eine oder andere sagt jetzt, Alter, haben die einen Ratschenkapp, es ist ja nur ein ganz Spiel. Anderes Gefühl, wenn man hier selber im Spiel drin ist, als wenn man nur zuschaut. Ja, und dann noch um 3 Uhr nachts. Ja, genau, und da hört man dieses Klackern und weiß nicht, wo es herkommt. Und ja, war schon, nee. Ja, das Geilste war ja beim Wiedereinlocken, dann habe ich mich ja quasi voll erschrocken, weil der Major stand auf einmal direkt vor mir. So, ne? Lockst dich ein und dann kommt da diese Hackfresse. Ne? Das war halt nicht so geil. Ja, okay, ich würde sagen, wir können ja mal zum Erfüll drüber schauen. Warte mal, wie sieht's aus mit dem Fleisch? Weil der Major ist natürlich die Härtenperson. Das Fleisch dauert noch. Kann man das jetzt essen? Oder? Nee. Ich will mal einmal drüber rennen und gucken, was passiert, Curry. Geh mal weg. Das soll auch jetzt was Neues sein. Wow. Ja. Super. Ah, ja, okay. Leno, du Lügner, ey. Ich auch. Bleib mal drin stehen. Nee, das will, Alter, ich hab voll Angst. Er ist Alter, tot. I'm burning. My face is melting. Leno, Major, lebst du noch? Alles gut? Ich lebe noch, aber was passiert? Bitte stirb, dann kann ich deine AK immer. Was? Dann das jetzt echt, oder? Steht das da immer noch, oder was? Ja, ich muss, glaube ich, irgendwo. Gibt's hier irgendwo einen Teich oder so? Kann ich dich mit Wasser beschütten? Ah, ist fertig, Leute, Fleisch rausholen. Jo, geil. Ja, ich bin energized, ich brauche nicht. Ah, ist auch fertig. Oh, eat! Wie dunkel das wird, wenn man so aufs Feuer guckt, ne? Steak, ey. Das muss auch mal sein, ne? Ja, hör mal, haben wir schon lange nichts mehr. So was Vernünftiges zwischen den Zähnen gehabt. Schön hier stärken, bevor es darüber geht. Okay, Major, du gehst vor mit deinem verbrannten Gesicht. Freddy Krueger auf dem Weg zum Airfield. Ich würde sagen, ihr geht vor und ich gebe euch Feuerschutz mit meinen. Ich bin der Einzige, der ein bisschen snipern kann, oder? Curry, du packst mal gerade eine Waffe aus und wieder ein. Und ja, der Server ist auf jeden Fall brechend voll. Ja, sieht man ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Spieler. Kann auch sein, dass ich einen überflogen habe. Auf jeden Fall genug. Über 30 Spieler am Start hier, die natürlich jetzt am Airfield sein könnten oder auch nicht. Das ist so die Frage. Okay. Also ich würde vorschlagen, wir wollen mal gucken, so was hier abgeht, ne? Ja. Dass ihr dann so die rechte Seite nehmt, die Hangarseite und so, und ich stehe gegenüber und gebe euch ein bisschen Feuerschutz, ne? Okay. Okay. Dann kommen wir nicht. Sollen wir nur eben kurz meine Zucchini reinschieben und dann geht das. Dann laufen wir erstmal. Also essen. Ja. Wichtig ist aber, das steht bitte nicht immer auf einem Fleck, ja? Nee, ja, also wir wollen auf jeden Fall das Airfield jetzt mal erstmal umstellen und gucken, was da passiert. Genau. Und dann mal weiter entscheiden. Dann trennen wir uns mal hier, ne? Ja. Jo. Auf gutes Gelingen, Major. Major, du packst das. Jetzt hier auf rüber, jeden Fall, ne? Informierst. Ja, ich bin. Ich mach jetzt jeden kalt. Bam, bam, bam. Ich bin tot. Bam, bam, bam. Hab schon Netjob kassiert. Nee, du hast wahrscheinlich bist verbrannt. Ja, das stimmt. Nee, ich lebe natürlich noch. Natürlich, was auch sonst, als ob der Major stirbt. Nee, ich bin noch nie gestorben. Wäre auch komisch, wenn du dann mit uns jetzt. Doch, du bist schon mal gestorben, Major. Ich war dabei. Ach so, ja, stimmt. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Kleiner Insider hier, liebe Leute. Kann man ja auch mal sagen. Verstehe ich jetzt nicht. Nee, ist auch egal. Verstehe ich auch jetzt nicht. Mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Airfield ist? Ziemlich. Okay, nicht 10%. Aber ich war gerade auf dem Server so, da waren wenige und da habe ich direkt einen getroffen. Hast du den erschossen? Getötet? Nee, der war nett. Wie ist das, wenn wir einen sehen? Schießen, Alter, oder? Alter, das ist ein Crestside, Mann. Genau, mitten auf dem Airfield ist ein Crestside. Ja. Okay. Passen wir mal auf, wenn nicht, dass uns das irgendwie tötet oder so. Sollen wir da hin? Was? Ja, erstmal immer so Schritt für Schritt checken, was hier. Da hinten? Da hinten, Alter, ernsthaft? Och, Dennis, ey. Lol. Jetzt wird mal wieder ordentlich hier gespawnt. Oh Mann. Yeah. Das ist echt ernsthaft? Daisy, du zeigst wieder von deiner größten Stärke, du Deckspiel. Das kann doch nicht sein. Das ist unglaublich, ne? Oh Mann, wir gehen auf jeden Fall zur Crash-Zeit rüber jetzt. Bis zur, bis gleich. Bis gleich. Ja, bis gleich. Oh Mann. Ciao. So,
Wir haben jetzt hier einen Schnitt gesetzt. Wir sind direkt mal zum Airfield vorgelaufen und der Curry hat da hinten was gesehen. Was siehst du, Curry? Jemand sitzt im Tower, also in der Glaskuppel, und einer ist gerade so rüber zum Major gelaufen, über die Rollbahn. Der rollt da gerade, der rennt und hinter dem Zombie hinterher. Also ich weiß nicht, ob du gleich besuchst, Chris Major, da der. Also ich guck gerade mit einem Dings genau drauf, ich sehe leider gar keinen. Ich leider auch nicht. Im Tower ist jemand drin, habe ich gerade gesehen. Okay, ich sehe den. Okay, der kommt genau auf mich zu. Ja, habe ich ja gesagt. Ah, der Zombie jetzt hin. Was mache ich denn? Schießen oder nicht? Ja, du musst schießen, denke ich mal. Ich will eigentlich erstmal reden, ja, weißt du? Ja, aber der Zombie am Arsch. Ja, weil wir wollten jetzt in der Folge mal ein bisschen badass sein. Schießen. Dennis, wollen wir erstmal, wir drei erstmal aufschließen? Nein, wir gehen zum Tower, würde ich sagen. Ich meine, wir drei, wir sind ja gerade allein außen, also wir sind gerade verteilt. Ja, ja, der Major müsste den Schuss eröffnen und der Typ ist abgelenkt, wir stürmen zum Tower. Moment, ich hab ihn verloren. Nicht hier, nicht darüber, wir müssen außen hier einmal rumgehen eigentlich. Ja, da hockt jemand im Tower, ne, den könnten wir voll wegschneiden. Ja, wir sollten nicht so lange warten, los geht's, komm. Bonzi, geh vor. Ja, außen halt hier bei der Mauer und dann hier rüber hier, komm her. Wir dürfen nicht so lange warten, wir müssen hier zuschlagen. Och, Mann, Alter, einmal gucke ich weg und ich habe ihn verloren, weißt du? Warum guckst du denn weg? Ja, weil ich kurz die Einstellung vornehmen musste mit Sichtfeld, weißt du? Ja, die Frage ist nur, was machen wir, wenn der jetzt Major halt überrascht, ne? Ja, was meinst du denn? Wir können da leider nicht viel helfen. Wo stellst du das? Achso, Sichtfeld. Hier jetzt rüber, oder was? Können wir doch einfach... Da bin ich tot, Leute. Hier kann er uns, glaube ich, nicht sehen, wenn wir hier rübergehen. Nee. Go. Wir müssen uns beeilen, der Major braucht Schutz. Ne, wollt ihr jetzt hier rüberkommen oder was? Nein, wir gehen auf die Richtung, in Richtung Hangars. Ja, genau. Major, pass auf, du kümmerst dich um den Typen, der zu dir hingelaufen ist, wenn du ihn wieder siehst. Und wir überraschen den Typen am Tower. Okay. Genau. Also pass auf, das Ziel ist, ganz kurz, das Ziel ist, den Typen nicht unbedingt zu töten, sondern wir wollen seine Sachen haben, sein Loot. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er zielt oder nicht, er hat nur diesen Ladebalken, ne? Der steht, sitzt oben im Tower und hat diesen Ladebalken. Ach man, wie kann ich den verlieren, Mann? Der war irgendwo, der ist irgendwo bei mir in der Nähe und ich stehe, wenn ich jetzt rausrenne, ne? Dann renn doch nicht raus, bleib da sitzen. Vielleicht können wir den Typen irgendwie packen und sagen, dass er seinen Kumpel herholen soll. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Ach, die gehören auch gar nicht zusammen. Ich glaube nicht, dass sie zusammengehören. Der war so weit weg vom Tower. Also ich habe den komplett verloren, keine Ahnung. Also hier auf dem Server ist ein anderer Server übrigens, sieht man, hier sind auch sehr, sehr viele Vereine drauf. FTW ist hier drauf, KIZ ist hier drauf, es sind DRG-Clan ist hier drauf. Dunit einer wieder, kennt ihr ja, die alten Nachbarn. Jetzt kommt ein Zombie zu mir, Alter, das gibt es nicht. Ist das euer Ernst? Also ich guck nochmal in den Tower. Ja, ich bin, das gibt's nicht. Bist du tot? Ich bin tot. Hä? Was? Du bist tot? Ich hab einen Headshot kassiert. Das war der Typ vom Tower, der guckt in deine Richtung. Das war also nicht der, keine Schüsse bei mir in der Nähe. Ja, dann war das der Tower. Der Typ vom Tower, der guckt in deine Richtung. Ich hab gerade meine Axt rausgeholt, weißt du? Diese Leute, der hat eine Waffe in der Hand, der hat bei mir diesen Ladebug, aber der zielt. Ich sehe gar keinen im Tower. Obwohl ich mit Visier drauf fängen lasse. Vorsicht, Leute, die Tannenreihe hört gleich auf, ne? Dann müssen wir mal versuchen. Okay, Leute, den holen wir uns. Was war das denn jetzt, Alter? Ja, ist jetzt egal, Major, komm, wir müssen uns jetzt hier konzentrieren. Warte, ich guck gerade, wo der hinguckt. Wir sind hier an der vordersten Tanne. Jetzt steht im Rücken zu uns. Aufschießen und direkt go. Wir treffen uns am hintersten, am vordersten Hangar dahinter. Ja, go, der steht gerade mit dem Rücken zu uns. Schnell. Schnell. Ja, ich bin hinter euch. So, und aufpassen, genau. Hier können natürlich auch Leute sein, ne? Ja, ja, ich guck die ganze Zeit schon rechts, also. Guckt ihr mal nach vorne und nach links. Hat der Major sofort ausgeschaltet, die Sau. Scheiße. Ja, dann wird jetzt auch nicht verhandelt, dann erschießen wir den jetzt. Ich hab nix gehört, nix. Punkt, wir erschießen den fertig. Am besten gezielten Headshot. Wartet mal eine Sekunde auf, Freunde, wir sind jetzt hinten am Hangar und dann laufen. Also wir laufen jetzt, wir rennen nicht mehr, sonst können wir gleich nicht zielen. Ja, und bitte tut mir einen Gefallen, nicht durcheinander quasseln, ganz ruhig bleiben und wirklich auf alle warten immer. Ja, ja. So, also der ist links von uns jetzt. Ich guck mal, ob ich spotten kann. Ich hab ein Fernglas, aber ich sehe mit dem Fernglas wirklich nichts. Curry. Kann ich von hier aus in den Tower gucken? Nein. Nee. Wir müssen aufpassen, hier sind ja auch noch andere unterwegs. Ja, ja. Bonze, komm. Ja, hier gibt's uns am besten ein bisschen Deckung, genau. Ja, endlich mal wieder Action hier in der See. Scheiße, der Major hat's erwischt. Was für Action, Alter? Weißt du, wie mich das gerade aufregt? Ja. Was war das denn jetzt, ey? Ganz ehrlich, das zum Thema Friendly, machen? Weißt du? Das zum Thema Friendly, ey. Ja, scheiße, Friendly. Ja, der hockt halt da oben und snipet die Leute weg. Was willst du machen? Och, Mann, ey, was... Ey. Ohne Scheiß, ich hab gar nichts gehört, gar nichts. Ja, aber wie hat er dich denn gesehen? Ich weiß nicht, Mann. Guck mal. Ja, okay, das rote Barett ist schon ziemlich auffällig, ne? Ich hab mein Barett wieder abgesetzt. Ja, vielleicht war es wirklich sein Freund und hat dir irgendwie Bescheid gesagt. Ein Zombie ist zu mir gerannt und er hat ihn wahrscheinlich verfolgt. Ja. Och, Mann, Alter. Ja, das ist zum Kotzen, weißt du? Ja, wir holen ihn jetzt weg. Ah, das ist... Ja, es bringt jetzt auch nichts, wenn er jetzt hier...
könnt heulen. Alter, das mit dem Wackeln ist so heftig, wenn du außer Atem bist. Du ja, genau, deswegen rennen wir jetzt auch nicht. Das ganze Dings dreht sich fünfmal im Dreieck. Dreieck. Ja, bevor wir angreifen, warten wir eine Sekunde. Einfach mal kurz beruhigen. So, warte, jetzt müsste eigentlich hier gleich die Feuerwehrstation kommen. Aufpassen, Curry. Ja, genau, warte, so. Alter, also, der ist nicht mehr im Tower, der Typ. Okay, wir haben's da, der rennt da raus. Der rennt jetzt vom Tower weg. Der rennt jetzt rüber die Räuber zu, seinem Freund. Das war sein Freund, Alter. Seht ihr das? Der rennt da rüber. Ja, okay, dann holen wir uns beide. Wahrscheinlich looten die mich, ne? Ich hab den so im Visier. Alter, der Zombie kommt auf uns zu, Leute. Der Zombie kommt auf uns. Scheiße, der Zombie. Ich schalte den Zombie aus. Curry, hol du die Waffe raus, Alter. Wer weiß, was hier passiert. Ich hol mir den Zombie. Okay. Einer nur die Axt? Das gibt's doch gar nicht. Ja, wir haben die Hitboxen verbessert. Am Arsch habt ihr die verbessert. So, was machen wir jetzt? Bronze, wo bist du hin? Bin hier jetzt zwischen. Ja, wir treffen den nicht. Das kannst du knicken. Nee, machen wir auch nicht. Ja, ihr müsst jetzt wieder die Richtung zurückrennen, die ihr eigentlich schon, seid. Ja. Und wir dann müssen die jetzt verfolgen abfangen und die wegholen. Ja, wir sind jetzt hier auch rechts. Wir könnten auch theoretisch hier über diese Zelte gehen, oder nicht? Nee, dann ihr müsst das ist ja voll der Umweg, Alter. Wenn wir jetzt wieder so Leute, nicht quatschen weiter. Okay, dann aber hinter die Mauer hier, weil sonst sehen die uns. Ja, wir müssen gleich erstmal gucken, dass wir die wieder in die Augen kriegen. Leute, hier kommt mal hier hinter die Mauer jetzt. Komm, Bronze, komm zu uns lieber, das ist zu weit jetzt. Ja, aber die Zeit rennt uns davon. Was wäre dein nächstes Ziel, wenn du im Tower wärst und hättest jemand geschossen, die Leiche vom Major? Ja, da kommt es dahin. Ich sag ja, die gehören, wie viel Zeit haben wir? Dann gehören die zusammen, da hattest du doch recht. Ja, nicht viel Zeit. Der Typ ist jetzt wahrscheinlich schon bei Major. Curry, hast du gesehen, vielleicht was der für eine Waffe hatte? Eine Mosi mit Longscope? Ja, muss ja, ne? Muss ja gewesen sein. Alter, hier ist voll offen. Das Problem ist halt nur, wenn man die Leute sieht, man kann halt nicht schießen, wenn man so außer Atem ist. Ist halt dieses Double Breath, was vielleicht ja auch viele Spieler dann drin haben, ist halt scheiße, weil die haben halt echt einen enormen Vorteil. Die brauchen sich nur hinstellen, dann zielen sie uns ab, wie bei Call of Duty, und dann bist du halt down, ne? Aber wenn man das komplett ohne spielt, bist du echt krass im Nachteil. Ja, ja. Ja, aber ich spiele das nicht. Das kann's knicken, Alter. Ich mach das nicht. Ja, ich mach das auch nicht, aber offensichtlich machen es ja schon viele, ne, wie wir. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier, dass wir die irgendwie wiederkriegen. Okay, wo liegt ungefähr Majors Leiche? Ich weiß nicht, wo er gelegen hat. Das ist das Problem. Irgendwo da im Wald. Das, ne? Nein. Das Haus gegenüber des Airfix. Diese eine Bar da. Ach so, okay, da warst du drin? Genau davor liegt meine Leiche. Ich war gerade mit einem Zombie im Fight, weißt du, gerade meine Axt rausgeholt. Ganz kurz, Major, ganz kurz ruhig. Curry, nimm mal die Waffe in Hand. Ich guck mal gerade mit dem Fernglas, wobei das mit dem Fernglas auch ziemliche Scheiße ist, wie ich gerade gemerkt habe. Ich habe den Typ nicht einmal gesehen, obwohl ich genau. Ich sehe aber nichts. Unglaublich, unglaublich, Alter. Oh Scheiße, ich kann gerade echt heulen. Okay, Curry, wie geht's weiter? Was machen wir? Ja, wir können ja eigentlich nicht viel tun, wenn wir nicht wissen, wo die sind, ne? Ja, das Problem ist, wenn wir hier so rumeiern, die werden uns gleich schon entdecken, also. Nein, ich kann euch sagen, die sind auf dem Weg, zum Dings hier, das erste Gefängnis ist ihr Ziel, denke ich mal, die Richtung. Und danach sind die Spieler meistens unterwegs auf hier, Cabanino Military Base. Siehst du was, Curry? Nee, gar nichts. Nicht so weit offen stehen da, Curry. Ja, sonst sehe ich aber nichts. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Majors Leiche, um zu gucken, ob die. Ja, natürlich verstecken die, ne? Ist auch Quatsch. Scheiß auf meine Leiche, wenn schon nur beobachten und dann. Ja. Weil, ich glaube nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo der Major liegen würde. Da hinten bei dem roten Haus oder bei dem Haus, da meinte er. Genau davor liegt meine Leiche, genau das sieht man. Ja, da sehe ich, da habe ich auch nichts gesehen. Ja, okay, nicht genau davor wissen. Wir trudeln aber zu viel rum hier, wir trudeln jetzt. Fehlt uns die Mosin auf jeden Fall. Aber das Komische dran ist, ich habe keinen im Tower hocken sehen, Curry. Wie ja, ich aber das. Schon. Ich habe mit dem Fernglas auch geguckt, hat nichts gezeigt bei mir. Ja, dann lass hier zurücklaufen und dann das Ding einmal umlaufen und dann dahin und dann uns versuchen, irgendwie von der Mauer irgendwie da zu nähern. Ja, wir können eigentlich am besten den Weg wieder zurück, wie wir gekommen sind. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Aber so, dass sie uns dann nicht so direkt spotten können. Ne? Wir müssen halt versuchen, ein bisschen weiter links zu laufen. Ich will den Leuten jetzt in der Standalone auch nichts unterstellen oder so. Ne? Es gibt aber auch mittlerweile Teleporter und so einen Scheiß, ne? Hier, links in die Waldreihe. Ja, aber ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet. Also der saß da schon drin in dem Tower. Ja, das komische Curry, den Typ, der rübergelaufen ist, den habe ich auch gesehen, ne? Und dann habe ich echt nur kurz weggeguckt, obwohl er mitten auf der Rollbahn war und er war auf einmal ganz weg. Hm.
Keine Ahnung, wieder mysteriöse Ereignisse hier am großen Airfield. Dann habe ich wirklich nicht mal einen Schuss gehört, ey. Wahrscheinlich wurde ich weggesniped von irgendjemandem, der mich entdeckt hat. Es muss ja der aus dem Tower gewesen sein, weil er genau danach sofort direkt darüber gerannt ist. Wobei wir hier keinen Schuss gehört haben. Wenn das eine Mosin gewesen wäre, dann müsste der eigentlich relativ laut gewesen sein. Ja, aber wir waren ja fast noch auf der Höhe vom Major. Ja, das Ding ist, der Zombie hat mich verraten, wenn es so war mit Matchup. Also, er rennt genau zu mir, ne? Und, ach Mann, ey. Und wenn man dann wirklich in zwei, drei Büschen hockt, dann kann der Gegner mich nur finden. Curry, warte. Da ist der Curry. Okay, weiter geht's. Kommt, Leute. Go. Okay, jetzt hier schön einfach mal gucken, ein bisschen an der Mauer entlang. Wir müssen uns die Schweine holen. Das sind die... Ey, das ist unser Triumph zum... Müssen wir machen, komm. Da sind zwei Leute, die könnten eigentlich... Ja, das Problem ist, wenn die jetzt uns entgegenkommen, dann kannst du das mit Schießen vergessen. Warum? Weil wir dann voll wackeln. Wir sind die ganze Zeit am Rennen jetzt. Die wackeln aber auch, Leute. Naja, also nicht, wenn, du weißt ja, genau, du weißt ja nicht, ob die diesen Glitch Double Breast Glitch also benutzen. Also, wenn die vor euch stehen, werden die sowieso nicht anvisieren und schießen. Dann schießt man einfach mit einem Punkt da, weißt du? Ja, ein Zombie gehört? Ne. Ich hab in letzter Zeit echt die Tode, weißt du sowas, ey, das kotzt einfach nur an, wenn man einfach so stirbt, ohne was zu machen. Guckt auch immer über die Mauer und so weiter, ne? Ein bisschen nach rechts gucken, nach links. Dennis, am besten gleich schon mal vielleicht Waffe raus oder so. Hab ich ganz Zeit in der Hand. Könnt gucken, ob meine AKM noch da wäre, ne? Dann könnt ihr meine AKM nehmen. Ey, wir haben ja alle Waffen. Okay, Jungs, langsam wird's gefährlich, aufpassen, ne? Ja. Also ich guck jetzt mal links so weiter an der Mauer. Guck mal einfach rechts zum rüber, ich guck Richtung... Der Typ rennt wieder zum Tower rüber. Der ist jetzt wieder am Tower. Der geht jetzt wieder in den Tower rein. Okay. Der verschanzt sich da wieder. Ja, der wartet jetzt auf das nächste Opfer. Ja, der hat jetzt wieder die Tür zugemacht. Ja, dann wieder zurück, Major, oder? Das sind so richtige Kiddies, ne? Wenn er im Tower ist und wenn das nur bleibt der eine an der Mauer. Ist... Bleibt hier hinten an der Mauer. Ja, wenn das nur der eine ist, dann würde ich den wirklich versuchen, aus der Distanz hier... Nee, das können wir nicht, weil wir haben kein Visier. Wir haben keinen Mosi, Mann. PU-Scope, also, Leute. Wieder zurück jetzt, was machen wir? Ja, hat keiner von euch einen PU-Scope? Doch, aber... Ja, aber das ist auch viel zu unsicher, wenn wir den auch so kriegen können. Nein, wir quatschen gerade alle durcheinander, was machen wir, Leute? Wir brauchen einen Plan. Ja, wir gehen jetzt so, wir machen das jetzt so wie gedacht. Wir gehen da jetzt hinter die Hangars und dann holen wir uns den von der Seite. Leute, das ist jetzt ist das ein Geduldsspiel. Wenn er im Tower ist, ist das ein Jackpot für euch. Ja, komm, Curry, komm. Deswegen, wir gehen da jetzt hin, so wie wir es eigentlich geplant hatten. Wir hätten besser einen hier lassen können, der dann sagt, ob er dann rüberläuft wieder. Ja. Wir werden es jetzt erfahren. Ja, wenn er jetzt wieder rüberläuft und wieder da sind. Dann machen wir das anders, dann machen wir es offensiv, Alter. Herr Curry, willst du dann hier auf der Seite bleiben, meinst du, oder was? Nein, so ist besser, zu dritt ist besser. Einer macht die Tür auf des Dings, beide stellen sich daneben und bam bam, Alter, dann geht das ab. Oder ja, einer geht die Leiter hoch. Dann kommt der andere von hinten und knallt euch ab. Also macht ja, das es muss doch nicht jeder da hochlaufen, wir können doch einer gucken, wir müssen ja... Ich will ja gar gucken. Nicht hochlaufen, Leute, wartet doch einfach. Nein, wir laufen da nicht hoch, wir laufen da jetzt erstmal hin, das... Auch, da aber müssen wir auch nicht, erstmal hin. Guck mal, ihr müsst euch jetzt eine Grenze setzen, die Feuerwehrstation. Nicht weiterlaufen. Die Feuerwehrstation ist, die Grenze jetzt. Weil sobald ihr dann rüber zum Tower läuft, werdet ihr gesehen und das ist nicht gut. Am besten hier hinter die Mauer, Leute, ne? Denkt dran. Haben sie wahrscheinlich den Major gerade gelootet und dann haben die sich nicht wieder verschanzt. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh, ja, aber weißt du, wer macht denn sowas, Mann? Ja, das ist das Airfield, der ist eiskalt. Haben die mal eine schöne schwarze Axt ins Gesicht. Zack! Aber ich muss sagen, ich bin noch nie so schnell gestorben wie gerade eben. Ja, also, kannst ja nicht viel machen, ne? Ja, leider. Ja, der scheiß Zombie hat dich einfach verraten. Punkt. Kannst ja nichts machen, war nicht deine Schuld. Aber ich glaube, er hat auch gerade genau in diese Richtung die ganze Zeit so gespottet, weißt du? Aber guck mal, der Major, wollte ich gerade noch kurz sagen, der Major hat noch vorher gesagt, ich will lieber erst reden. In Daisy gibt es, glaube ich, kein Reden mehr. Merkst du doch. Leider. Also, das Ding war, ich hatte Pech, dass ich gegenüberstand. Eigentlich ist es eine gute Idee, dass ich dann gegenüberstehe und spotte. Aber der eine Typ im Tower hat seinem Freund Feuerschutz gegeben und hat in meine Richtung schon geguckt. Und als der Zombie dann zu mir gerannt ist, hat er mich wahrscheinlich entdeckt, ne? Das ist natürlich... Leute, wo seid ihr? Ich bin direkt neben dir, Curry. Ich bin versetzt. Hier jetzt aufpassen, ne? Okay, ich guck genau auf den Tower jetzt, ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, denk dran, es ist nicht nur der Typ im Tower, es ist noch einer hier. Und das ist halt das, was es so schwer macht, ne? Oh mein Gott, Leute, ich hab was entdeckt. Was denn? Ich hab die Sounds von gestern rausgefunden, oh Mann. Was?
Nee, ich sag's doch nicht, ey. Das sind Wildschweine, die laufen, Mann. Echt? Ohne Scheiß, die machen diese Sounds, wenn die laufen. Aber das ist ja mega verbuggt. Da, der rennt da hinter dem Hangar, der rennt am Hangar da entlang, der Typ. Ja, ja, hier, pass auf, ein Zombie kommt in unsere Richtung, Mann. Scheiße, ja. Hier, komm her, stehen bleiben. Hol einfach eine Axt raus und dann machst du den weg, fertig. Ich weiß nicht, ob der Typ sich umgedreht hat jetzt. Ich glaube, er hat mich gesehen. Nein. Ich glaube, er hat mich gesehen. Da, nein, ey, Leute, weiter. Axt raus, Waffen raus, ich hole den Zombie. Der kommt wieder zurück, der steht da. Nicht schießen, bleib hier hinter. Ah, der ist noch ein Zombie. Nicht die Position verraten, Leute. Der steht am Busch. Ich hole den Zombie. Axt, hier Zombie links. Bonze, nicht an die Mauer, nicht vor die Mauer gehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, der hat uns gesehen, Leute, der hat uns gesehen. Ja? Ja, wir kommen jetzt hier nicht weg, weil wir hier keinen Schussraum herum haben. Ja, das ist scheiße, man. Ich habe gesagt, wir müssen eigentlich rechts hinter der Mauer bleiben. Nein, zurück, guck mal, zurück in den Wald wieder und dann gehen wir hinter die Mauer da. Komm, Leute. Warte, ich guck, lauft ihr mal, ich guck, ob er weiter läuft. Bonze, komm. Der läuft weiter. Ja, weil er wahrscheinlich jetzt uns ablenkt. Sein Kumpel Bescheid gesagt, das ist ein Clan, Alter, die sind doch nicht doof. Ich gehe jetzt hinter die Mauer hier. Wir umlaufen den, hinter der Mauer, der Bronze hat recht. Komm, Curry. Zurückziehen, hinter die Mauer und dann weiter vorpreschen. Wo bist du, Bronze? Hinter der Mauer. Curry. Ey, wir verkacken das auf keinen Fall, Leute. Ja, dann müssen wir doch jetzt gut zusammenarbeiten. Das machen wir doch. Kann sein, dass er jetzt hier rechts rumkommt, ne? Dann sofort ballern, Headshot. Alle ballern auf den drauf. Go, kommt, Leute. Wo ist der denn hingelaufen, Curry? Weiter von uns weg, also geradeaus. Richtung Wald. Und dann habe ich nichts mehr gesehen. Also praktisch auf dem Wald, der vor uns ist. Ja, halt da vorne bei den Baracken, ne? Okay. Was ja, eine klar. Heikle Mission wieder hier bei DayZ. Aber ihr wisst schon mal vom Gegner, also vom Feind, dass er viel rumrennt, also müsst ihr eigentlich nur abwarten. Also stopp. Entdeckung. Das ist nicht auf uns. Nein, das ist gar auf keinen Fall auf uns. Aber der hat die AKM vom, Ja. Ja, da vorne läuft er doch. Wo? Ja, ich kann das... Ja, Curry, du musst eine Zielangabe sagen. Was ist da vorne? Ja, der ist jetzt gerade wieder weg, 12 Uhr. Okay, go, komm. Jetzt rechnet der am wenigsten mit dem Angriff, komm los. Und hier links steht auch einer. Seht ihr den nicht, Alter? Der steht doch da, der rennt jetzt weiter. Ja, ja, wieder aber 12 was heißt Uhr auf der Straße. Also, ja, ich sehe ihn. Ja, es waren zwei einer. Leute. Einer langsam, läuft gerade über die Straße. Langsam. Okay, Leute, bleibt mal hier stehen. Nicht weiterlaufen, weil da sieht man uns. Was macht der? Der steht Bronze, da einfach. Bronze, dreh dich um und guck dir nach hinten. Der zielt irgendwas an. Ja, aber nicht auf uns. Nee. Hier, Bronze, du siehst weiter. Den Typen, ne? Ja. Nee, der hat irgendwas im Visier, Alter. Guck. Ja, links, der guckt aufs Rollfeld. Ja, da ist noch was wahrscheinlich. Hier sind mehrere Parteien vielleicht. Jetzt läuft er wieder weiter. Und aus den Augen verloren. Nee, ich sehe ihn noch. Der ist hinterm Baum. Nicht weiterlaufen, Leute. Nicht weiterlaufen. Der ist hinter dem Haus, hinter dem Baum ist der. Kann sein, dass er sich da einfach nur Deckung sucht. Wir warten mal ein paar Sekunden. Kann sein, dass der uns verarscht einfach nur. Besten auch nicht bewegen, Leute. Die Wenn er uns gesehen hätte, dann hätte er uns niemals den Rücken zugedreht. Niemals. Okay, Curry, lauf mal rüber, Curry. Okay, er läuft. Stopp, Curry, komm zurück. Ja, ich seh's doch. Er ist genau um die Ecke. Er läuft die Straße weiter. Okay, komm, wir laufen parallel zu ihm. Nein, er ist jetzt hinter die Mauer gegangen. Ja. Nicht weitergehen, keinen Schritt weitergehen, hier Leute. Schön hier bleiben. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, sind wir am Arsch. Nicht bewegen. Der steht da, ich sehe nur diesen ganz kleinen Strich. Ich sehe es noch. Der läuft jetzt weiter nach hinten. Können wir den holen, hier? Nee. Warte, der müsste eigentlich hinter die Mauern, da müssen wir sofort in den Wald rein. Der macht da irgendwas, der läuft so seitlich, warte mal. Ja, der beobachtet auch jemanden. Da, siehst du die? Ja. Der steht da auch an der Mauer, der gehört dazu. Warte. Der AKM-Schütze ist aber irgendwo in der Nähe der Feuerwehr. Also es sind drei. Da hinter uns ist ein Loch in der Mauer. Leute, wir dürften eigentlich nicht alle hier so auf dem Punkt stehen. Wir gehen jetzt zurück und dann links in den Wald rein, Leute. Ja, go, komm, wir müssen schnell sein. Rechts in den Wald, meinst du? Ja, hier links. Ja, okay. Leute, guck mal, ihr habt sechs Augen jetzt, ne? Und wenn ihr diese sechs Augen verschwendet, nur um einen Spot abzuchecken. Ja, das siehst du, das ist schon dumm einfach. Hier, guck mal, Leute, hier direkt bei der Mauer, hier steht direkt einer vor uns, also hinter der Mauer, so wie wir. Nur halt hier einmal um eine Kurve und dann 200 Meter davor, weißt du? Das ist doch den wir die ganze Zeit meinen.
Ja, ja. Ich glaube, wir sind in den Wald. Bronze, du hast es verkackt. Ja, nein, bleibt, macht ihr mal. Geht mal weiter rechts rein, also bewegt euch mal weiter vor, nähert euch dem langsam. Aber der steht da immer noch, auf jeden Fall. Der Curry, ein bisschen links, auch. Man hört deine Schritte, geh ein bisschen weiter rechts, sorry. Ja, wenn ihr euch jetzt langsam nähert, dann könnt ihr den gleichen Headshot von hinten geben und den so wegholen. Der steht da nämlich einfach. Beobachte du den mal. Ich sehe den gerade nämlich nicht. Okay, klar, da ist er. Psst. Ganz langsam. Der steht da immer noch. Der bewegt sich langsam nach links. Curry, wie viel Uhr ungefähr? Psst, 12 Uhr. Ah, ich sehe ihn. Okay, Curry. Aber wir können nicht durch den Zaun schießen, Leute. Gib ihm. Wir können doch nicht durch den Zaun schießen, das geht doch nicht. Geht das nicht? Erzähl mir doch keinen. Ich meine nicht, dass es geht. Oh Mann, Alter. Das muss doch gehen, oder sonst... Musst du gucken, wo deine Öffnung ist. Pass auf, Curry, wir machen Folgendes. Normalerweise sollte das schon gehen, oder? Ich schieß von links, du schießt von... Oh, warte, der läuft weiter. Der hat uns nicht entdeckt. Schön langsam hinterher. Irgendwo kommt eine Lücke und dann holen wir uns den. Bronze, wie sieht's aus? Kannst du ausschließen? Ja, ich hätte ihn auch im Visier, aber... Nein, Bronze muss ihn im Visier behalten. Ich könnte gleich auch mitschießen, wenn ihr schießt. Curry, nicht bewegen. Da läuft, was macht der da, Alter? Er beobachtet auch jemanden, siehst du? Leute, jetzt setzt langsamer zum Schuss an. Ja, das Problem ist, dass wir nicht... Hier ist ein Loch im Zaun. Okay, habt ihr? Warte. Wir wissen nämlich nicht, wie lange er da noch stehen wird. Ja, seid mal ruhig jetzt kurz. So, pst. Stehen. Alter, der... Ernsthaft? Verteilt euch vorm Schießen ein bisschen. Seid doch mal ruhig, bitte. Curry. Sehr schön, Curry. Tot. Nice. Super. Man hat auch nichts gehört. Und ein Headshot. Curry, tu mir einen Gefallen jetzt sofort. Pack die, nimm die Waffe auf die Hand und ich bin auf dem Weg. Also ich bin auch gleich wieder da. Dann kannst du mir Leute, wir müssen hier hinmachen. Wir dürfen uns nicht hier so lange aufhalten. Warte, ich schätze den Puls. Ist tot. Hast du gesehen, wie der umgefallen ist? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Der hat auch jemanden beobachtet, Leute. Ja, zieht den aus. Nimm alles mit, was er hat. Ausziehen und Leiche verstecken. Also ich bin jetzt gleich sofort da. Schöner Schuss, Curry. Habt ihr super gemacht. Oh, wie geil das aussah, okay, ne? Okay, AKM-Schuss super, wieder. Ich glaube, der ist immer noch im Tower, oder? Ja, lass, um den kümmern wir uns gleich. Wir anstellen. Curry, gib mir Deckung, ne? Wir treffen uns jetzt erstmal. Ja. Es ist ja nur dieses eine Loch, wo der rauskommt. Ne, ich verstecke einfach seine Leiche, oder nicht? Nein, nimm die Waffe. Was für eine Waffe? Der hat keine Waffe. Sicher hat er eine Waffe. Leute, ich mach doch... Ich bin doch hier. Doch, der hat eine Waffe. Irgendwo muss eine Waffe liegen. Nein, hier ist keine. Komm her. Boah, nein. Ich wurde getroffen. Von wo? Ich bin tot. Ja. Bronze, ich komm zu dir. Ich glaube hinter... Dennis, hinter dir. Ich glaube mit einer Axt hat mich einer geschlagen. Bronze, komm zu mir bitte. Hast du was gehört, Kevin? Nein, ne? Ich bin hier hinter der Mauer. Hier, guck mal. Ja. Siehst du mich? Ja. Du läufst gerade im Zickzack. Ja. Okay, guck mal in meine Richtung. Wenn jemand hinter mir steht, schieß. Oh Mann. Da steht keiner hinter dir, aber... Ich glaube, der hatte keine Waffe, der Typ, Curry. Ist kein Scheiß. Leute, ich sag so... Okay, verschwindet da, bitte. Verschwindet. Nein, wir machen das Ziehen, das jetzt durch. Das sind Cheater, Alter. Curry, du hast auch nur Sound gehört, so fschitt und dann tot, ne? So ein Axtschlag. Ja, wie so ein Schlag, ne? Ja. Ja, das sind Cheater, Alter. Geht weg. Genauso bin ich auch gestorben. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass jemand uns zwei Leute mit einer Axt weggeholt hat. Das sind Cheater. Das kann nicht sein. Ja, dann lass doch immer hier den Wald sonst ein bisschen durchforsten. Komm, wir gehen mal zu... Ja, komm. Ich hab schon gedacht, da ist was schief gewesen. Keiner hört einen Schuss, weißt du, man hört nur so eine Axt einschlagen. Ach, komm. Ich hab einen Schuss beim Curry aber gehört. Das war kein Schuss. Das war einfach ein Schlag. Toll, jetzt kackt der Server ab hier bei mir. Ja, bei mir auch. Jetzt ist der Server weg, oder was? Ja. Wie viele Server-Restarts hatten wir jetzt in der Aufnahme? Aber das kann man gut benutzen. Also man hat gesehen, wir haben einen weggeholt und zwei sind draufgegangen. Also schon ziemlich krass. Nee, zwei sind nicht draufgegangen, null sind draufgegangen von uns. Gegen Cheater, gegen... Ja, keiner. Major, das ist ja egal jetzt gerade. Auf jeden Fall sind zwei unglücklich draufgegangen. Ja, also, wenn es Cheater waren, dann natürlich absolut scheiße. Aber das war auf jeden Fall hinter mir. Aber den Schuss vom Curry habe ich gehört. Das war kein Schuss, Dennis. Das war, wie Kevin sagte, ein Schlag. Nee, ich stand ja daneben. Ich habe den Schuss gehört, dann bin ich zickzack gelaufen. Das war, als ob jemand von ganz weit weg auf den Curry geschossen hätte. Auf mich hat niemand geschossen. Niemand. Na, wie gesagt, wir werden es nicht erfahren. Vielleicht hat der Major recht und es war ein Cheater. Wir werden es nicht erfahren. War auf jeden Fall eine ziemlich interessante DayZ-Folge. Wirklich Adrenalin pur. Ich habe wieder richtig schwitzige Hände. Und mal sehen, wie es weitergeht. Bis dahin und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Oh Mann, tschüss.